Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen kleinen Runde Minecraft in eine neue Aufnahmesession. Wir starten heute ein bisschen spät, 5 nach 12. Ja, ich bin da wirklich, also nach Mitternacht halt. Ja, ist eine ganz spontane Aufnahme. Ich habe mal versucht, hier offscreen die Gleisen letztendlich zu verlegen, weil ich ja immer zählen musste. Und dann, na, habe ich ja gesagt, pass mal auf hier, das wird mir ein bisschen zu öde. Ja, wenn man irgendwie ein bisschen buddelt und baut und so weiter, kann man ja immer ein bisschen, ja, ein paar Themen aufgreifen, über die man sprechen kann. Aber bei den Schienen ist halt so, wie gesagt, ich muss 19 normale Schienen legen und dann beim 20. muss ich die Antriebsschiene setzen und dann muss ich immer blöd zählen und ganz stumpf und das ist zu langweilig. Deswegen wollte ich das hier offscreen machen, das kleine Problem, was wir haben. Beziehungsweise ein großes Problem, was wir nicht haben, das sind genügend Schienen. Und ich war in der ersten Welt und da haben wir uns schon bedient, da haben wir alle Schienen rausgenommen. Das gehe ich nochmal hier hin. So wie es... Alter, ist das laut, ne? Alter. Ah ja, sehr schön, sehr schön. So, meine Nase juckt ein bisschen. Ah, Hilfe. So, das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt tatsächlich keine Schienen mehr haben, so viel Eisen haben wir nämlich auch nicht mehr. Das heißt, wir müssten wieder auf Schienenjagd gehen oder halt tatsächlich auf eine Höhlentour. Auf eine kleine Höhlenreise. So, ich gehe mir wieder zurück. Ah, hier habe ich ein bisschen was mitgenommen. Nee. Wir haben, so leid mir das tut, ja, nichts mehr. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Was machen wir jetzt, Leute? Männchen mal. Entschuldigung, ich habe in den letzten Tagen so ein Räuspern, so ein richtig widerliches Räuspern. Ja, hier 32 Eisenbarren. Ich würde sagen, liebe Leute, wir müssen mal wieder auf eine Höhlentour gehen. Das bedeutet, ich muss hier einige Sachen weglegen. Schwarzeichenstamm, den könnten wir lassen. Wir haben hier hinten die Holzkiste, oder? Ja, auch nicht wirklich. Aber wir machen das mal so, wir lassen dann die Schwarzeichenstämme hier. Die Armbrust brauchen wir im Prinzip nicht. Kann ich auch hier lassen. Schild brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Bett... Vielleicht, ich packe das auch mal hier hin. Die Lore, zwischendurch habe ich mal natürlich mit einer Lore, ist ja wohl selbstverständlich, so das hier hin. Die Stickies, da kann ich Kohle, ich brauche Kohle, mein Gott, ich habe gar keine Kohle. So, dann nehmen wir uns die mal hier zur Genüge. Können wir uns ja gleich direkt mal ein paar... So, wir brauchen aber noch ein paar, definitiv. Ist die Musik zu laut? Ich mache es mal wieder ein bisschen leiser. So, wir, ach hier, brauchen dann definitiv erstmal noch eine weitere Spitzhacke und, ach so, den hätten wir auch wegpacken können, das ist gut, müssen gleich noch ein bisschen Brot holen, Nähter kann man auch gleich weghauen, was wollte ich denn jetzt machen, ich habe es wieder vergessen, ein Schwert wäre nicht schlecht, ja, ein Schwert. So zur Sicherheit. Und ja, ein bisschen Erde ist jetzt nicht verkehrt. Kies brauchen wir eigentlich nicht. Kies kann man hier so ablegen. So, dann machen wir uns was. Wo war das hier nochmal? Genau, hier, die Treppen. Die brauchen wir nicht. So, mach das mal alles hier so ein bisschen ordentlicher. So. Habe ich irgendwo noch ein bisschen Nähte, den ich ablegen kann? Ja, direkt hier. Ich würde sagen, sollen wir uns Brot machen oder mehr Kartoffeln wieder? So, wir bereiten uns jetzt wirklich vor, wieder in eine Höhle zu gehen. Oder ich wollte erstmal da hinten in den Keramikbiom wieder zurück, um zu gucken, ob wir da noch irgendwelche Passagen finden, wo wir direkt die Gleisen abtragen können. Hier, guck mal. Kartoffeln haben wir 64. Ich glaube, ich nehme die mal mit. Pass mal auf, wir machen das anders. Wir machen uns wieder ein paar Kartoffeln. Ich weiß, ich habe kürzlich erstmal gesät, aber wir müssen ja auf halt auch auf Langzeit denken. Da denke ich mal, ist es tatsächlich ein bisschen effektiver. Selbst wenn wir dafür auch wieder ein bisschen Kohle bräuchten, obwohl eigentlich gar nicht. So, pass mal auf, Kartoffeln.
Denn dieser Trugschluss, dass wir immer irgendwie Kohle brauchen zum Brutzeln, ist ja auch schon irgendwie, ja, schon seit Anfang Minecraft hinfällig, ne? Weil eigentlich weiß man, man kann ja auch mit Baumstämme ja so ein Feuer anfachen. Aber was wollte ich denn jetzt machen eigentlich, verdammt? So, das brauchen wir nicht. Ich würde sagen, die restlichen Kartoffeln, das sind nur 16, plus die, die werden wir uns gleich gönnen. Plus Essen, obwohl, wie lange wollen wir nicht? Warte mal. Na komm. So. Wir haben 28 plus 6, pass auf, das reicht. Da müssen wir nicht noch mehr holen, das ist Quatsch. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rüber. Gucken, ob wir irgendwelche, ja, Passagen irgendwie abfangen können, die wir noch nicht besucht haben. Vielleicht kriegen wir auch dann tatsächlich wieder so eine Art Mine oder... Naja, was heißt so eine Art Mine? Minen haben wir ja gekriegt. Aber so eine lohnende Mine, das wäre jetzt mal nicht verkehrt, ne? So, wie kamen wir hier nochmal hoch? Ich weiß es schon nicht mehr. So. Hier gab es, glaube ich, noch gar nichts, oder? Wir gehen mal hier ein bisschen rumgucken. Ich meine, wir sind ja hier nicht mehr fremd. Ein Bett haben wir auch. Aber ich glaube, hier geht es nicht großartig rein, oder? Schauen wir mal. Es geht hier so ein bisschen rein, aber nicht wirklich irgendwo. Oha. Ja, aber auch nicht wirklich Oha, ne? Es sieht schön aus. Aber es ist halt nichts, wo man jetzt sagen kann, Oha. Also, ihr wisst ja, was ich meine. So, und jetzt bin ich komplett umsonst hier irgendwie Berge hoch. Verdammt. So, also mal wieder hoch. So. Sagen wir, gehen darüber. Hat sich auch wieder voll gelohnt. Mäh. Ja. Wie gesagt, ist schon ein bisschen spät. Und diese Aufnahme entsteht ja auch, wie gesagt, halt aus einer Not heraus, weil wir halt nicht mehr genügend Gleisen haben. Ansonsten hätte ich mir irgendwie so einen ruhigen gemacht. Hätte gesagt, pass mal auf, ich wollte morgen eigentlich aufnehmen. Tatsächlich werde ich auch morgen aufnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass ich so viel Planungssicherheit schon habe, dass ich sage, so morgen wird. Aber wie gesagt, ich hätte es mir ein bisschen ruhiger machen können. Was ist denn da hinten? Ist auch alles nur Fichte, ne? Ja, also nichts jetzt wirklich Spannendes. Wir gucken uns hier mal in alle Ruhe um. Ja, nee. Gucken. Können wir hier rein? Also beziehungsweise, was heißt rein? Hier hoch, ja. Dam-di-dam-di-dam-di-dam. So, hier müssen wir gleich zum großen Tal kommen, wo wir schon gewesen sind. Nein, das große Tal war hier hinten. Boah, das sieht auch schon schön aus, ne? Boah. Ja, ich glaube, das möchte ich als Screenshot. So, für alle Fälle. So, da. So, dann können wir das weiße Bett hier hinstellen. Dann machen wir hier ein kleines Schläferchen, ne? Würde ich sagen. Oder? Alter, ist das schön hier. Und die Musik vor allen Dingen. Huha, böses Bett. Nein, nicht böses Bett, tolles Bett. Wundertolles Bett. So, wo war denn unser Tal jetzt? Und wo waren wir noch nicht zum Gucken? Geht doch mal ein bisschen schneller. Die Musik ist ein bisschen... So, hier ist unser Tal. So, das kennen wir. Hier waren wir, da haben wir die vier Fackeln gesetzt. Da haben wir quasi alles ausgeräubert, das weiß ich. So, die Frage ist, ob das jetzt hier diese einzige Passage ist mit einer Schienenunterführung oder ob es sowas Ähnliches auch hier gibt. Ja, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Und ansonsten würde ich sagen, suchen wir uns irgendwie eine Absteige. Weil Höhlen gibt es sowieso immer.
Und wir brauchen ja eh noch ein bisschen Eisen. Deswegen passt das schon. Hoffe ich jedenfalls für euch. Jetzt habe ich natürlich keine Themen richtig vorbereitet. Wie gesagt, Spontanaufnahme. Aber das sieht hier aber nicht nach... Sieht das hier nach... Sonne? Jetzt hör mal auf, bitte mir ins Gesicht zu scheinen. Es sieht nicht ganz so nach... Doch hier, wo der Pfeil ist, da könnte eine Absteige sein. Also eine Minenstrecke. Und da ist... Sag mal, da müssen wir doch da hinten auch irgendwie wieder... Warte mal, ist das... Huch, ich hab die... Ist das hier? Hier müsste doch unser Portal dann sein, oder täusche ich mich? Pass mal auf, ich bin mal neugierig, ich möchte da hinten runtergehen. Machen wir einfach mal, weil verlieren kommen wir eh nicht. So großartige Einstiege gibt es hier nicht. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. So, was bist du? Fischi? Fischi, Fischi, Fischi. Lalala. Dann schauen wir mal, aber ich glaube eher... Nee. Nee. Nee, obwohl da. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Oder gab es hier doch Abschnitte, wo ich schon gewesen bin? Einfach mal gucken. Ich höre nichts. Keine Monster. Ziemlich. Ja, wir haben ja... Vorsichtig. Wir haben dynamisches Licht, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh ja, das Lied ist super. Oh, der Track. Final Fantasy 13. Boah, ich liebe dieses Spiel. Warum? Warum? Darum. Das ist nicht zu fassen. Es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass ich, als ich privat das zu Ende bauen wollte, ich erstmal auf Monster verzichtet habe. Sowieso im Neta, klar. So, einen. Ah, sie juckt schon wieder. So, die Frage ist, jetzt haben wir uns hier ein bisschen umgesehen. Aber wir haben hier definitiv keine Minenabteile mehr. Aber dafür haben wir sehr viele Rohstoffe. Und ich würde sagen, da begnügen wir uns jetzt erstmal. Oder da gönnen wir uns. Ja, Kohle brauchen wir. Wir brauchen eigentlich alles. Gold kann auch nie genug haben. Ist nie verkehrt. So, und jetzt habe ich schon wieder keine Themen. Das ist ja doof. Also keine angenehmen Themen. Unangenehme Themen hat man ja immer zuhauf. So, ich versuche jetzt aber erstmal nicht großartig zu graben, um zu kuchen. Boah, ich dachte schon, es wäre ein Creeper jetzt, oder was? Ja, sieht schön aus. Hier gibt es auch sehr viel Gold. Junge, was ist denn hier los? Ich meine, ich, ne? Gönjamin und so weiter. So. Okay. Wir müssen hier echt aufpassen. Wegen dem dynamischen Licht habe ich hier gar keine Einschätzung, wie das jetzt hier aussieht. Ob ich... Oh, da unten waren wir aber auch schon. Na ja, gut, okay. Noch sind wir auf Höhe. Wo sind wir hier? 72. Oh mein Gott. Das ist nicht mal ansatzweise in Höhe einer Höhle. Einer normalen Höhle, wo man jetzt auch sagen kann, so, guck mal hier. Gleich, wenn ich noch ein bisschen weiter runter grabe, komme ich so auf Level Redstone und Lapis und so weiter. Gar nichts. Mein Gott. So. Ich traue dem Lichtlevel hier nicht, dem Lichtpegel. Und wir alle wissen, unsere besten Freunde, Creeper. Oh, der Gott im Himmel, ich hab mich... Das gibt's doch nicht.
Ich habe nicht drauf geachtet, dass meine Spitzhacke kaputt geht. Oh Gott. Ey, wie dieser Kerl hier tatsächlich irgendwie Horrorgames zocken konnte, ne? Das hatten wir doch jetzt gerade eben, oder? Ich meine, nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde, aber... Mann, das ist so geil, ich... geil, Entschuldigung. Das ist so genial, dass der Soundtrack... Track. Dass ich eigentlich gar nicht weiterskippen möchte, aber wir haben den schon gehört. Ja, auch ein sehr schöner Track. Evergreen von Tyrannigma. Also wie viel Gold man hier wieder findet, ne? Auch schon wieder ein bisschen unverschämt. So, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn ich stehe wirklich sehr kurz. Ich weiß, es ist ein Running Gag. Das glaubt ihr jedenfalls, aber ich stehe wirklich kurz davor zu streamen. Ich muss nur noch hier aktuell... Boah, da hinten ist so super dunkel. Aktuell habe ich so ein paar kleine Renovierungsarbeiten hier noch, die ich gerne noch, bevor ich anfange, mich jetzt da mit dem Stream auseinanderzusetzen, dass ich das noch gerne machen möchte. Hier Wohnzimmer streichen, dann habe ich noch einen Schrank, den ich hier aufzubauen habe, also einen Wohnzimmerschrank. Dann bestelle ich mir bald einen neuen Schreibtisch. Den muss ich auch aufbauen, der viel größer ist, viel angenehmer. Wie gesagt, sind so eigentlich so Kleinigkeiten, aber naja, gut, renovieren ist eigentlich selten etwas, was man als Kleinigkeit abstempeln und bezeichnen kann. Ihr kennt das ja vielleicht, weiß ich nicht. Der Witz ist, ich mag sogar Renovierungsarbeiten. Ja, also ein bisschen tapezieren oder streichen. Ich stehe auf sowas, obwohl ich voll die faule Socke bin, eigentlich. Und da habe ich wieder mal so Tage, meine Nase juckt immer noch. Alter, was ist denn los? Da habe ich irgendwie voll Lust zu renovieren. Ich meine, ich gebe zu. Jetzt gerade, ne, wo ich auch so ein bisschen sehnsüchtig so an Stream denke, ist die Freude ans Renovieren ja vielleicht ein bisschen gesunken. So ein bisschen. Aber immer noch tatsächlich präsent. Wundert mich ja. Vom das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir freiwillig die Bude weiß streiche. Sonst hatte ich immer irgendwie Farben. Ich brauchte Farben. Ich musste Farben haben. Weil ich fand das immer so trist. Meine Schwägerin, über die ich hier schon das ein oder andere Mal erzählt habe, die hatte immer weiß. Und die hat gesagt, boah, weiß ist so toll, super und so schön entspannt. Und ich fand das voll langweilig. Ich habe mir gesagt, Mädchen, du brauchst Farbe. Nicht nur für deinen blassen Teint, sondern auch für deine Wohnung. Die halt nicht minder blass war. Hat sie gesagt, ah, du bist doof, du, irgendwann kommst du auch noch auf den Trichter und willst nur weiße Wände haben. Habe ich damals nicht glauben wollen. Und selbst wenn ihr mir jetzt Geld geben würdet, ich würde niemals vor ihr zugeben, dass sie recht hat. Aber wie ich mich kenne, ist das mit dem Weiß auch nur so eine Phase. Weil tatsächlich, ich liebe Farben. Also wenn ich hier sowas sehe, waren wir hier schon? Wir waren hier irgendwie noch nicht, ne? Aber all diese Eingänge sozusagen, hier hinten weiß ich nicht, aber ich glaube, das war tatsächlich nur ein Minenabteil, was ich sehr schade finde. Aber dann sollten wir uns tatsächlich, wenn wir uns hier so ein bisschen umgucken und nichts finden an Minen, sollten wir uns dann tatsächlich mal einen Weg nach unten krabbeln. Da, das ist auch schon wieder Mine gewesen, das erkenne ich, glaube ich. Hier waren wir schon. Ja, nein, hier waren wir nicht. Hier waren wir nicht. Ja, Gott sei Dank. Mine. Ja, Hallöchen. Und Mine heißt auch gleichzeitig nicht zwingend, aber haha. So, das erspart uns schon einiges. Oh, freue ich mich gerade. Ja, perfekt. Ja, klasse. Und wo war jetzt noch das Erz? Hier, Kohle. Wie gesagt, Kohle eigentlich so das, was wir am wenigsten bräuchten, aber tatsächlich nehme ich es halt mit, wo wir schon mal da sind, ne? So. Dann können wir jetzt die erste Folge eigentlich, glaube ich, auch schon wieder beenden. Nur weil wir jetzt hier Buddelfolgen machen, mache ich die Folgen halt nicht länger. Ich glaube, ich werde mir auch gleich notieren, irgendwo auf ein Zettelchen. Habe ich hier irgendwo noch ein Zettelchen? Komm schon. Wo ich mir dann die Zeiten notieren kann.
Wo ich denn die Screenshots gemacht habe. Was ist das denn hier? Aha. Ah, okay, das ist ein wunderbarer Zettel. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier schon mal. Die Zeiten kann ich mir auch aufschreiben. Oder hier, ich mache das mal eben. Circa 8 bis 9 Minuten. So, ich weiß dann Bescheid. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich bin heute erstmal raus. Dann vielleicht denke ich mir noch das ein oder andere Thema aus, wo das verquasseln könnten. Ich weiß es nicht. Guck mal auch, was gerade aktuell ja besprochen wird. Und ja, dann würde ich sagen, lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ja, bis demnächst. Macht es gut. Tschüssi.